das Weltall. Unendliche Langeweile. Da fliegt man zig Lichtjahre durch das Nichts, nur um dann beim alljährlichen Gewinnspiel der Intergalaktischen Kommission der Handlungsreisenden und Staubsaugervertreter eine Vergnügungs- und Erholungsreise zu gewinnen. 2 Wochen Risa. All-inclusive. Titten, Techno und Trompeten. Überall? Ja. Zum Beispiel auf dem kleinen Sternenflottenaußenposten, auf dem ich letzten Monat kurz gestrandet war. Temperatur minus 50 Grad, Windstärke 12 und die Frisur hält. Aber hier? Gepflegte Ödnis, gesittete Erwachsenenunterhaltung mit Entdeckungsreisen und Gesellschaftsspielen auf dem Holodeck. Noch besser, Semi-Holo. Wasser ja, Wetter nein. Was soll das? Und schiefe Blicke, wenn man mehr als einen Drink haben möchte. Dabei bleibt einem gar nichts anderes übrig. Was soll man denn sonst unternehmen? Und vor allem, mit wem? Nirgendwo sonst als im Urlaubsclub sind die sozialen Klassen stärker getrennt. Hier, wo sie auf engem Raum zusammenkommen. Die Sternenflottenangehörigen ignorieren mich, weil sie mich für Abschaum halten. Die anderen Handlungsreisenden ignoriere ich, weil ich weiß, dass sie Abschaum sind. Und die anderen Zivilisten, die wollen sich entspannen. Pff. Wenn sich wenigstens ein gutes Geschäft ergeben würde. Risa ist mir definitiv zu entspannt. Latinum hält länger als Wollust. Recht haben sie, die Ferengi. Es geht nichts über eine Portion nackte Ehrlichkeit. Die friedliche Erforschung des Weltalls, das Gemeinsame, das ganze Heiti-Taiti und Eierpopeia, das die Sternenflotte immer veranstaltet. Ein gutes, ehrliches Geschäft und jeder weiß, woran er ist. Das ist die fröhliche Basis für ein harmonisches Miteinander. Das weiß der Ferengi, das weiß ich. Und trotzdem hat er mich sicherlich übers Ohr gehauen. Ich weiß bloß noch nicht wie und um wie viel. Ich wollte Mutter eine Ansichtskarte schreiben. Ja, eine Ansichtskarte. Ein anderer Handlungsreisender vertreibt Altes und Verschüttgegangenes, darunter eben auch Ansichtskarten. Meint, das wäre der große Wurf. Die Leute würden sich nach Entschleunigung sehnen. Gäh. Naja, wenn's der Wahrheitsfindung dient. Eine Ansichtskarte ist übrigens ein kleines Stück Papier, das auf einer Seite mit einem Foto des Ortes, an dem man sich befindet, bedruckt ist. Was bedeutet eigentlich bedruckt? Eine Definition jagt die nächste. Nun ja, auf alle Fälle schreibt man auf die Rückseite der Karte herzliche Grüße und so weiter. Und dann, wie auch immer. Ich habe es sein lassen und Mom eine Audionachricht geschickt. Wie wird man Handlungsreisender? Das hat mich der Sohn eines Sternenflottenoffiziers am Mittagsbuffet gefragt. Seine Mutter hat ihn von mir weggezerrt, bevor ich antworten konnte. Treibe Handel und reise durch die Galaxis, habe ich ihm nachgerufen. So wirst du Handlungsreisender. Er hätte nach dem Wieso fragen sollen, was immer die interessantere Frage ist. Also, wieso wird man Handlungsreisender? Entweder, weil man die Menschen liebt und die Waren, die man verkauft. Weil man gerne reist und die Galaxis erkundet. Oder weil seine Frau bei der Scheidung den ganzen verdammten Planeten bekommen hat. Und man dann von Sektor zu Sektor, von Sternenbasis zu Sternenbasis fliegt, um Coleman Moskowitz Geschichte der Föderation unter die Leute zu bringen. Um seine Schulden abzustottern. Ist nicht unbedingt so, dass einem die Leute das Buch aus den Händen reißen würden. Nun, ich reise auch deshalb so gerne, weil die Schlägerfreunde des neuen Lovers meiner Ex hinter mir her sind. Hohes Tier, der Gute. Und das alles wegen des bisschen Latinums und dem doppelten Kieferbruch, mit dem ich ihm zu seiner neuen Liebe gratuliert habe. Übrigens, Kieferbruch. Hochtechnologie hin oder her. Es geht nichts über eine ordentliche Prügelei. Besonders wenn man einem Sternenflottenoffizier die Hucke vollhauen kann. Lieutenant sowieso. Zuerst drängt er sich am Buffet vor und schnappt mir das letzte Schnitzel weg. Nun gut, Freund der Eskimos, friss und stirb daran. Ich habe ihn später getroffen. Zwischen die Augen. Letzter Abend, Gruppenbespaßung. Da durfte es auch für die Sternenflotten-Sissis ein bisschen mehr sein. Und dann ging alles ganz schnell. Während einige marodierende Touristinnen die Animateure fällten, gefielen sich andere darin, ein altertümliches Spiel namens Minigolf zu spielen. Ziel des Spiels ist es, mittels eines Schlägers einen kleinen Ball in ein kleines Loch zu schlagen. Zwischen Ball und Loch liegen gemeinhin Hindernisse wie Rampen und Loopings. Und just als ich dran war, am rotierenden Roland vorbeizuschlagen, sehe ich ihn. Der schnieke Sternflottenheini zeigt den anwesenden Damen gerade seinen Phaser. Oho,
Ich natürlich kein Kind von Traurigkeit, nehme meinen Schläger, ziele und gebe Vollgas und treffe mitten auf die 12. Ich muss los, der Urlaub ist vorbei. Endlich. Die Wünsche und Sehnsüchte der Leute kennen. Sie antizipieren, dem Kunden etwas Gutes tun und reich werden dadurch. So sprach Harry, Ikone aller Handlungsreisenden. Was will der gemeine intergalaktische Anrainer? Und wieso sollte er ausgerechnet von mir, Coleman Moskowitz, Geschichte der Föderation erwerben? Was wollen die Menschen überhaupt? Bedenkt man, dass es einem an nichts mangelt. Handel um seiner selbst willen ist fast so wie Kunst um ihrer selbst willen. Das muss man wollen. Ich bin ein beinahe Gescheiterter, der von seiner Vergangenheit durch die Galaxis getrieben wird und einem guten Schluck nicht immer abgeneigt ist. Nicht die besten Voraussetzungen, um dem Kunden etwas Gutes zu tun. Und dennoch kauft mir immer wieder jemand die Geschichte der Föderation ab. Sternflottenangehörige in Rente, Altenheime und Schulen, Eltern, die ihren Kindern sinnige Geschenke machen wollen. Diese Kinder stecken ihre Eltern dann später häufig in Altersheime. Ich bin wieder unterwegs. Der Urlaub ist vorbei, Gottlob. Heute auf Raumstation DS5 angekommen. Wie die meisten Raumstationen, zweigeteilt. Ein offizieller heller Teil, den man von Subraumübertragungen kennt. Jener Teil, in dem Individuen in properen Uniformen ihrer Arbeit nachgehen. Der saubere, einladende, perfekte Föderation-Teil. Und dann gibt es die unteren Ebenen. Händler, Söldner, Techniker, Nepper, Schlepper, Bauernfänger, Gedränge. Zwielichtige Gestalten. Viele auf der Durchreise, jeder in Bewegung, immer schlechte Belüftung, eine Kakophonie unterschiedlichster Sprachen und Dialekte, ein feuchtwarmes Panoptikum der Galaxis. Ich sitze in einer Bar. Ich trinke. Ich beobachte die Leute und ich warte darauf, dass die Zeit vergeht. Noch ein Glas? Ja, bitte, noch ein Glas. Immer voll machen, immer austrinken. Und dann stand sie da. Man konnte sofort die Anspannung im Raum spüren, als sie von den anderen Gästen bemerkt wurde. Die Blicke, die Gier. Sie setzt sich auf den einzigen freien Platz, neben mich. Eben saß da noch ein Kopfgeldjäger vom Orion-Syndikat. Auf einmal ist er weg, vom Stuhl gekippt nach dem letzten Glas. Und sie sitzt neben mir. Auch vom Orion, aber hoffentlich nicht vom Syndikat. Noch ein Glas? Ja, bitte. Noch ein Glas. Immer voll machen. Immer austrinken. Obwohl ich die Möglichkeit habe, in der Kolonie auf Deneva eine ganze Raumschiffladung der Geschichte der Föderation zu verkaufen, muss ich wenigstens einen Tag länger bleiben. Ich muss sie wiedersehen. Sie. Dabei kenne ich noch nicht einmal ihren Namen. Aber ist das überhaupt wichtig? Sie saß neben mir am Tresen und hat mich ignoriert. Nun, ignoriere ich sie halt auch. Sie bestellt ein Getränk, ich bestelle ein Getränk. Sie trinkt, ich trinke. Sie bestellt noch einen Drink, ich bestelle noch einen Drink. Sie trinkt, ich trinke. Wir sehen uns nicht an. Ich spüre die Blicke der Männer in meinem Rücken. Ich weiß, dass sie uns beobachten. Auf einmal sagt sie... Kennen Sie den? Ein Vulkanier, ein Mensch und ein einarmiger Ferengi sitzen in einer Bar, sagt der Vulkanier. Ja, den kenne ich. Sie nimmt einen Schluck und sieht mich an. Wir lächeln und unterhalten uns, ohne Hektik, ohne Ziel. Achten auf die Worte und den Sinn, unterhalten uns. Ich wache auf. Der Morgen danach. Riesenschädel und im Ohr diese Melodie. Da 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 da. Meine Kabine sieht aus, als ob eine Horde brünftiger bolianischer Ungubungus. Naja. Stühle umgeschmissen, leere Weinflaschen und Zigaretten, dazwischen meine Kleidung und der Replikator scheint geschrottet. Zumindest quittiert er meine Order nach einer Bloody Mary mit Zischen und Rauchen. Am Spiegel eine Nachricht. Ist das Lippenstift? Nein, es scheint Blut zu sein. Meines? Ihres? Keine Ahnung. Ich musste weg. Triff mich auf M113. Strafkolonie Schöner Morgen. Ein düsterer, verlassener Außenposten. Eisig kalt.
Doch ich trage wärmende Gedanken in mir. Gedanken an sie. Die halfen mir wohl auch durch den Ionensturm, den ich passieren musste, um überhaupt zur Strafkolonie zu gelangen. Wieso sollte jemand derart Unbill auf sich nehmen, wenn er nicht gerade Verurteilter ist oder hierhin strafversetzt wurde? Natürlich nur, wenn sich ein gutes Geschäft machen lässt. Und hier kann man gute Geschäfte machen. Ich bin Informationshändler und verkaufe Wissen. Und da auch Gefangene etwas lernen sollen, sind sie sicherlich hocherfreut über Coleman Moskowitz' Geschichte der Föderation. Außerdem kenne ich den Vorsteher der Strafkolonie. Und da ich ihm einmal diese praktischen Heizdecken, die ein paar gewiefte talaxianische Händler vertreiben, organisiert habe, nimmt er mir wiederum ein paar Bücher ab. Konkurrenz gibt es hier nirgendwo praktisch nicht. Juhu, ich reise, ich verhandle, ich verkaufe. Manchmal mache ich mehr Gewinn, manchmal weniger. Manchmal verliere ich sogar. Manchmal, das Spiel geht immer weiter. Der alte Cowboy hat sich auf sein Pferd geschwungen und ist gen Sonnenuntergang geritten. Oder zeitgenössisch ausgedrückt, die alte Mühle angeworfen und dann ab ins All. Danach warten. Der Autopilot ist eingestellt, ich fliege so mit Warp dahin und nichts passiert. Es dauert immerhin noch 1,5 Tage bis zu meinem Ziel, der Sternbasis Robau. Das ist eine Kehrseite des intergalaktischen Reisens. Abgesehen vom ständigen Eingesperrtsein, dem artifiziellen Essen und einem Übermaß an Einsamkeit bzw. Gesellschaft, je nachdem, sind solche Reisen ungemein eintönig. Natürlich, die Sternflottenoffiziere können Schlachten schlagen oder über taktische Manöver sinnieren, damit ihnen der Tag nicht lang wird, aber der gemeine Handlungsreisende hat doch nur eingeschränkte Möglichkeiten. Es ist eben keine intergalaktische Kreuzfahrt, um eine Referenz aus der Vergangenheit zu bemühen. Die Eintönigkeit macht mürbe. So viel holographische Unterhaltung kann es gar nicht geben, als dass man sich nicht irgendwann fragt, was man hier eigentlich machen würde. Was mache ich hier eigentlich? Ach ja, ich fliege durch Raum und Zeit. Ich fliege durch Raum und Zeit, um meine Bücher zu verkaufen. Und wenn ich meine Bücher verkauft habe, kann ich weiterfliegen. Weiter nach M113, um sie zu treffen. Und das Nichts danach. Die Zeiten ändern sich. Ich traf den Kommandanten der Station, Wassili Radek, um ihm die Geschichte der Föderation vorzustellen. Üblicherweise halten Angehörige der Sternenflotte, besonders Offiziere, zu uns Handlungsreisenden Distanz. Doch aus irgendeinem Grund schien Kommandant sowieso das Buch noch nicht zu kennen und bat mich um eine kleine Präsentation. Ich trete also ein, der Kommandant begrüßt mich und ich bin drauf und dran, ein Feuerwerk des guten Verkaufs abzubrennen, als mein Blick auf Folgendes fällt. Messer, Gabel und eine Pfanne. Kennt heute niemand mehr. Der Kommandant sieht meinen erstaunten Blick und erklärt mir, dass dies Küchenutensilien von Saffron Cochrane waren. Sind immer sein Werten. Ich bin noch immer erstaunt. Doch bevor der Kommandant mir in den Gedanken fällt, dem ich gerade anhänge, spreche ich diesen einfach aus. Meine Tante weigert sich bis heute, einen Replikator auch nur anzusehen, außer um ihre Einkäufe zu erledigen. Ansonsten wird gebraten und gesotten, kurz gekocht. Nun ist der Kommandant erstaunt. Und nachdem wir uns noch ein wenig über das Kulturgut Kochen ausgetauscht haben, gibt El Kommandante eine Order über eine stattliche Anzahl Geschichten der Föderation auf. Dankeschön, Herr Kommandant. Zur Feier des Tages biete ich an, Cochranes Pfanne mal wieder anzuheizen. Vassili ist begeistert und wenig später essen wir 2 unglaublich zarte Steaks vom klingonischen Trogni-Rind. Der tullianische Rotwein tut sein Übriges dazu. Tada! Das Weltall. Unendliche Weiten. Gen. Das Erlebnis mit dem Kommandanten war sehr anregend, profitabel und schmackhaft. Könnte man öfter machen. Doch leider, Typen wie der Kommandant sind rar gesät. Denn was macht der gemeine Sternenflottenangehörige, wenn er nicht gerade Dienst auf seinem Schiff hat? Er vertreibt sich seine freie Zeit auf dem Schiff. In seiner Kabine, auf dem Holodeck, in der Offiziersmesse. Sofern er ein Offizier ist, natürlich. In Bars geht er nicht so gerne, das gehört sich nicht für Sternenflottenangehörige. Dort könnte er Leute wie mich treffen. Oder er macht Urlaub. In seiner Heimat oder sonst wo. Da das aber praktisch nie vorkommt, muss man sich darüber auch keine großen Gedanken machen. Kurzum, führt der Sternenflottenangehörige ein eher eintöniges Leben.
Man erlebt vielleicht das eine oder andere Abenteuer, muss dafür aber der Selbstaufgabe frönen. Die Schiffe sind fliegende Wohnarbeitsmaschinen und man wartet ständig auf den nächsten Befehl. Erinnert mich ein wenig an die Borg. Doch wen kümmert schon die Sternflotte, wenn er an sie denken kann? Ja, an sie. Heute fliege ich los Richtung M113, um sie zu treffen. Keine Sternflotte, kein Heute, kein Morgen. Sie ganz allein. Mit der letzten Nachricht hat sie mir ihre Logbücher geschickt. Darin geht es auch um mich. Was für eine Frau. Konzepte, Gespräche und Diskussionen. Wir mussten intensiv verhandeln, doch nun hat der Kulturattaché eine Entscheidung getroffen. Wir alle wissen, es war die richtige. Nun endlich können Teile einer der wichtigsten Kunstsammlungen der Menschheit der galaktischen Öffentlichkeit präsentiert werden. Schlussendlich hat unser stichhaltiges Konzept den Attaché davon überzeugt, dass die Sammlung problemlos auf Reisen geschickt werden kann. Ja, sogar muss. Wie sonst sollen wir einer Welt der beliebigen Vervielfältigung den Menschen den Wert des Original näher bringen? Noch mehr freut mich, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit unseren Freunden der Wurov, der vulkanisch-romulanischen Freundschaft, verwirklichen werden. Der Diskurs über die nach dem ersten Kontakt entstandene Gegenwartskunst ist natürlich besonders im vulkanischen Kontext von immanenter Bedeutung für jegliche metatranszendentale Disposition der Föderation. Heute hatten wir unser erstes von sicherlich vielen Treffen mit dem Sicherheitsbeauftragten des Kulturattachés der Außenagentenbevollmächtigten der Föderation. Gemeinsam mit dem SCAF, wie er kurzerhand genannt wird, müssen wir ein perfektes Sicherheitskonzept erstellen. Immerhin schicken wir zum ersten Mal überhaupt Originale durch das Weltall. Da die allermeisten wichtigen Kunstwerke seit der Schwelle im föderalen Besitz sind, fällt zumindest die Akquise von Arbeiten weitestgehend weg. Doch was sollen wir überhaupt zeigen? Wie viele Kunstwerke und vor allem welche sollen wir für die Wanderausstellung zusammenstellen? Immerhin haben wir Zugriff auf den gesamten Kunstbestand der bisherigen Menschheitsgeschichte. Beinahe 1 Million Originale, Gemälde, Skulpturen, Installationen und so weiter. Ich denke, wir werden uns auf die wesentlichen Namen konzentrieren. Die bekanntesten Werke der bekanntesten Namen. Es wird eine epochale Ausstellung. Eben hatte ich Besuch von Schmock Columbu, einem der Hexerkünstler. Der wollte mir natürlich seine Werke für die Ausstellung nahelegen. Ich habe ihm abgesagt. Selbst wenn die Arbeiten seiner blauen Phase ein Meilenstein in der Kulturentwicklung seines Volkes sein mögen, er ist kein Mensch und hat auch nie länger unter Menschen gelebt. Er kann mit humanoider Kunst kaum etwas anfangen. Deshalb passt er nun einmal nicht in eine Ausstellung mit Kunstwerken, die entweder von Menschen gemacht wurden, beziehungsweise das Menschsein reflektieren. Ich verstehe nicht, dass er trotzdem so uneinsichtig war. Vor lauter Ärger über die Absage ist ihm zuerst der Kamm geschwollen und danach der Kopf explodiert. Ich hoffe, der wächst wieder nach. Nun steht auch die Reiseplanung für die nächste Zeit fest. Die Besichtigung der jeweiligen Ausstellungsorte und die Besprechungen mit den jeweiligen Verantwortlichen werden sicherlich herausfordernd. Allerdings freue ich mich darauf, endlich einmal rauszukommen. Ich bin gefangen auf der Erde. Was nützt einem die Unendlichkeit, wenn man sie nicht bereisen kann? Heute habe ich ihn wieder getroffen, ihn. Plötzlich stand er vor mir. Hoppla, jetzt komme ich. Wie er es immer getan hat, steht vor mir und erwartet sich das große Kino. Ein bisschen weniger Haare, ein bisschen mehr Kilo, aber charismatisch wie eh und je. Ich war kurz angebunden und gestresst und froh, ihn loszuwerden. Das Wiedersehen kam unverhofft und selbstverständlich hat er mich wieder gefangen. Den ganzen Tag dachte ich an nichts anderes. Selbst jetzt noch. Dabei war ich fertig mit all dem. Egal. Er ist hier und ich bald fort. Die Vorbereitungen liegen in den letzten Zügen. Der Pressemotor brummt und auch in den künftigen Ausstellungsorten wächst die Vorfreude. Obwohl manche Planeten eher in zwielichtigen Systemen liegen. Als ich heute nach Hause kam, fand ich ein kleines weißes Herz, das auf meine Tür gemalt war. Er schon wieder. Wo ich wohne, ist nicht sonderlich schwierig herauszufinden. Dass er allerdings tatsächlich herkam, beunruhigt mich. Immerhin scheint er zu irgendetwas motiviert zu sein. Sollte ich mir darüber Gedanken machen? Nein. Ich habe andere Pläne, ich bin vom Orion, aber fühle mich doch wie ein Mensch. Ich habe abgeschlossen mit dem, was hinter mir liegt. Besonders mit ihm. Das Herz an der Tür und er. Das wird nicht das einzige Zeichen von ihm bleiben. Scheiß der Hund drauf, wie die alten Indianer immer sagen. Bald bin ich over und out.
Ich habe mich heute krank gemeldet und bin aufs Land geflogen zu meinen Eltern. Die Sache mit ihm, die bevorstehende Reise, machen mir doch ein wenig mehr zu schaffen als gedacht. Meine Mutter und ich gingen spazieren. Ich erinnerte mich an die Landschaft, an das Licht. Ich war zu Hause und doch hatte ich Angst. Vater kam. Wir aßen zu Abend. Es war wie immer, wie früher. Wir unterhielten uns. Ich habe meinen Eltern natürlich nichts erzählt. Ich habe ihnen nichts über meine Vergangenheit erzählt, die sich vor ihren Augen abgespielt hat. Sie würden nicht nur mit Unverständnis reagieren. Ich würde ihr Bild von mir zerstören. Unser Verhältnis wäre zerrüttet. Eine Familie noch, vermutlich, aber reich um eine schwerwiegende Erkenntnis. Wozu also Gräben aufreißen, wenn mir doch niemand helfen kann? Wir aßen schweigend zu Abend. Mir wurde aber auf einmal bewusst, wieso ich von dort weg wollte, vor all den Jahren. Wieso ich gerade ihn attraktiv fand, als ich ihn traf. Ihn und seine Ideen. Wieso ich in die Stadt wollte, ins Laute und Dynamische. Und wieso er mich nie verlassen würde. Wieder in der Stadt, wieder in der Kunst. Es liegt ein Knistern in der Luft. Bald geht es los. Meine Anwesenheit wird allerdings anderswo gebraucht. Ich werde übermorgen nach Coruscant aufbrechen, um mit der dortigen Verwaltung die weiteren Stationen der Exposition zu klären. Wir können zwar beamen und replizieren, aber original bleibt noch immer original. Und das ist zwar flugs im Museum, soll dann aber ordentlich präsentiert werden. Wir werden dafür sorgen, dass das auch außerhalb der Erde nach unseren Standards geschieht. Und was ihn angeht, es mag stimmen, dass die Vergangenheit niemals mit einem abschließt. Aber ich habe mit ihr abgeschlossen, komme was wolle. Ich bin frei und stark und was geschehen ist, ist geschehen. Nichts kann das ändern. Wieso sollte ich mich also quälen? Es geht los, bald. Zum ersten Mal seit langem wieder ein bisschen durch Raum und Zeit geflogen. Die Reisenden, zielstrebig und geschäftig, intergalaktisch und mondän. Ich fühle mich dann immer ein bisschen klein, zumindest zu Beginn einer Reise. Allzu oft komme ich ja nicht fort von der Erde und das im Zeitalter des Beamens. Bizarr. Ich frage mich, was ist das große Thema unserer Zeit? Der Weg oder das Ziel? Und was bedeutet Heimat angesichts grenzenloser Mobilität? Unsere kleine große Kunstschau wird darauf vielleicht ein paar Hinweise geben. Meine Mutter hat mir eine Nachricht geschickt. Heute sei ein Mann bei meinen Eltern aufgetaucht und hätte nach mir gefragt. Er lässt mir ganz liebe Grüße bestellen und mich ganz sicher nicht in Frieden. Wie war das mit der Vergangenheit? Das Meeting war gut, der Champagner war gut. Wir haben gegessen, gelacht und getrunken. Leicht illuminiert wanke ich in meine Kabine und stelle fest, dass Nachrichten für mich eingetroffen sind. Eine, zwei, drei. Die erste von meiner Mutter. Heute wären zwei Offiziere vom Sicherheitsdienst der Sternenflotte da gewesen, hätten nach mir gefragt, wo ich denn sei, was ich machen würde, wie unser Verhältnis so wäre und gewesen wäre in der Jugend. Meine Mutter klang besorgt. Wäre ich auch. Bin ich auch. Die zweite Nachricht vom Sicherheitsdienst persönlich. Sie hätten ein paar Fragen an mich. Es ginge um ihn also. Ob ich nicht vorbeikommen könnte und ich solle mich doch bald melden. Wunderbar. Der Champagner ist plötzlich verflogen. Ich habe schalen Geschmack im Mund und denke ganz intensiv daran, den Replikator anzuwerfen, um mir wenigstens noch ein Gläschen zu genehmigen. Da fällt mein Blick auf die dritte Nachricht. Von ihm. Von wem sonst? Wie es mir ginge. Er müsse mit mir reden. Ich gehe zum Replikator. Ein Glas Champagner? Eine Flasche. Ich setze mich und aktiviere das Kommunikationsterminal. Die Flasche ist leer. Der Kopf ist noch dran. Das Herz explodiert. Es war ein Gespräch. Ja, es war ein Gespräch. Über heute, über damals, besonders über damals. Mit welchem Ergebnis? Mit keinem. Uns holt die Vergangenheit ein, gnadenlos, und die wird man nicht los. Wir waren jung, wir waren wild. Soll ich das jetzt überhaupt aufnehmen? Wir waren in einem Unfall verwickelt, bei dem ein Freund starb. Damals, vor Jahren. Jung sein, frei sein, Regeln brechen, diskutieren, agitieren. Die Föderation verändern. Diese strikte, starre, verknöcherte Föderation, die stets gütig lächelnd von Miteinander und Verständnis spricht.
Ein fratzenhaftes Lächeln, das nichts zulässt, was ihm nicht passt. Also gab es Rock'n'Roll, Aufbegehren, Drogen und Ausschweifungen. Und dabei kam er um. Killed by Excess. Was jedem Rockstar zu Ehre gereicht hätte, verfolgt mich nun. Lässt mich nicht mehr los. Es war nicht meine Schuld, es war niemands Schuld, ein Unfall. Aber trotzdem konnte ich es nicht verhindern. Over and out, over and out. Diese strikte, starre, verknöcherte Föderation ist sie nach wie vor, die blöde Föderation. Aber ich bin älter und bequemer geworden. Und man soll ja die Institution von innen verändern. Ich kann die Separatisten in ihrer Motivation verstehen. Nicht in ihren Taten, aber in ihrer Motivation. Aber wozu Bomben werfen, wenn man Schmetterlinge fliegen lassen kann? Unerwartetes ist geschehen. Ich habe eine aufregende Nacht mit einem Fremden verbracht. Und auch wenn das vielen sauer aufstößt, es war wunderbar. Hoffentlich werde ich ihn wieder treffen. Ich habe ihn zur nächsten Ausstellungseröffnung auf Planeten M113 eingeladen. Keine gute Nachbarschaft da, aber was soll's, wo die Liebe hinfällt. Wobei eingeladen übertrieben ist. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, habe bemerkt, dass ich mein wichtiges Meeting mit dem örtlichen Kuratorenteam verpassen würde, habe meine Sachen in dem Chaos, das wir in seiner Kabine angerichtet haben, gesucht und habe die Einladung mit meinem eigenen Blut auf den Spiegel im Badezimmer geschrieben. Die Nacht war echt heftig. Und doch nur Lippenstift, glaube ich. Ich hoffe, er hat's verstanden. Dilithium. Das galaktische Gold, so heißt es wenigstens. So sagt man sich seit Menschengedenken. Seit Menschengedenken, ein gutes Stichwort. Zu Zeiten Saffron Cochrane hat man nicht nur in Pfannen über Feuer gekocht, sondern auch um Rohstoffe gekämpft. Egal, ob um Land, um Öl oder später auch um Wasser. Und selbst da heute beinahe alles von Replikatoren produziert werden kann, gibt es noch immer vermeintliche Schätze, die die Leute zur Gewalt treiben. Dilithium eben. Was man liest und hört, ist nicht unbedingt beruhigend. Völker, die Dilithium-Vorkommen ausbeuten, benutzen ihren Reichtum als galaktopolitisches Druckmittel. Gleichzeitig lebt der Großteil der jeweiligen Bevölkerung in bitterer Armut, während eine kleine Minderheit die Credits mit beiden Händen ausgibt. Oder noch nicht einmal wirklich ausgeben kann, weil sie so viel hat. Und was macht die Föderation? Die Föderation, die selbst zu wenig Dilithium fördert? Ignoriert ihre Grundsätze von Friede, Freude, Eierkuchen, wenn sie sich ihre Schnitte vom großen Dilithiumbraten sichern möchte. Unfassbar eigentlich, menschlich letzten Endes oder so. In den Grenzgebieten gibt es mittlerweile wieder Unruhen. Diese Leute kämpfen um ihre Unabhängigkeit von der Föderation. Pikanterweise sind es just die Sektoren mit erhöhten Dilithiumvorkommen, in denen es auch immer wieder Unruhen gibt. Blech oder Blume, wer kann das schon genau sagen? Bald werde ich die Luft der Revolution inhalieren. Ein wenig zumindest. M113 liegt am Rande der heißen Zone. Tanz auf dem Vulkan. Mit ihr. Immer. Immer mit ihr. Sie hat mir ihr Tagebuch geschickt. Ich habe alles gehört. Ich liebe es. Ich liebe sie. Ich bin angekommen auf Station 447 im Orbit von Teller Prime. Da ich mein Schiff während der kommenden Tage nicht benötigen werde, kann ich es endlich warten lassen, inklusive Baryonsäuberung. Ich habe nämlich seit einiger Zeit die Befürchtung, dass mir der alte Kübel irgendwann mitten am Weg verreckt. Morgen Mittag werde ich in einem Raumtransporter sitzen, um nach M113 zu fliegen, um sie zu treffen. Endlich. Endlich? Ich fliege in eine mir völlig fremde Ecke der Galaxis und ändere alle meine Pläne nur, um jemanden zu treffen, mit dem ich noch nicht einmal volle 24 Stunden verbracht habe? Was, wenn sie gar nicht da ist? Was, wenn die Nachricht am Spiegel nur eine kleine Möglichkeit war, die sie vielleicht gar nicht einlösen will? Nun, ich werde es bald erfahren. Was habe ich schon zu verlieren? Ich reise durchs All, alleine. Um Bücher zu verkaufen, um Schulden zu bezahlen. Nicht unbedingt berauschend, eher enttäuschend, sehr sogar. Die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Was bleibt? Sie. Vielleicht, hoffentlich. Und morgen geht die Sonne auf. Morgen geht die Sonne auf. Ich glaube, in diesem System sind es sogar zwei.